Hallo, hier ist mein Magersumpf. Da habe ich mich ein bisschen vom Markus Burkhardt inspirieren lassen. Der hat eine Pflanzschale gemacht. Ich habe mir jetzt gedacht, nimmst eine Mörtelwanne. Die großen brauche ich eh nicht mehr. Wenn ich mir da irgendwo Schotter oder Steine oder Kies oder was auch immer hole, die 90 Liter ist einfach zu schwer. Ja, ein Pflanzen ist drin. Sumpfdotterblume, Igelschlauch, Sumpfblutauge, Sumpf vergiss mein nicht, Fieberklee, genau. Ja, ich verteile meine Einkäufe eigentlich immer so, mal beim Markus Burkhardt im nordischen Shop, mal beim David mit dem Lebensinsel Shop und diesmal bei Teichpflanzen habe ich gedacht, ich probiere mal Natura Gard aus und das war schon krass, weil zum einen haben die mir von jeder Pflanze nicht nur eine geschickt, sondern zwei oder drei. Aber nur eine berechnet. Und das Krasseste waren eigentlich die, kamen ohne Töpfe. Und der Wurzelballen hatte ungefähr die Größe von ja, so einem Halma oder Mensch ärgere dich nicht Hütchen. Also wirklich sehr, sehr klein. Es war somit auch nicht notwendig, die Wurzeln auszuwaschen oder ähnliches, um da keinen unnötigen Nährstoffe hineinzubringen. Drin ist im Wesentlichen Kies 0 bis 16. Obendrauf noch eine Schicht Schotter, damit sich das Ganze ein bisschen farblich abhebt. Ja, hinten dran sieht man nachher von anderer Seite besser, aber gut sehen kann man schon den Bergwaldstorchenschnabel. Und genau hier. Vorne dran, das habe ich mir bei Natura Gard dann auch noch mitbestellt, ist Wiesenmargerite und Weidenröschen habe ich nicht erwähnt gehabt, glaube ich. Das habe ich auch im Sumpf drin. Ja, und hier ganz vorne, da will ich mal so testweise die römische Kamille gucken, wie die so auf dem Boden wächst. Als Bodendecker, ob das ganz hübsch wird, nebendran der Apothekersalbei. Ja, hier sieht man noch den klebrigen Salbei und das Mannstreu. Und hier vorne habe ich dann noch Glockenblumen, also die Knollglockenblume, die Pfirsichblättrige, die Acker und vermutlich die Nesselblättrige, die blüht halt noch nicht, die falsch ausgezeichnet war und ich als Ackerglockenblume erstmal mitgenommen habe. Ja, Wiesenmargerite hatte ich glaube ich schon gesagt. Zypressenwolfmilch. Hier habe ich im Endeffekt so spatentief ausgegraben. Sand 016 rein. Aber die eingepflanzten Sachen, die haben nochmal eine Portion Kompost drunter bekommen. Aber ihre Nachkömmlinge, die werden sich dann jetzt mit dem Boden begnügen. So schaut es dann von dieser Seite aus. Die Bank ist einfach nur Schalsteine und eine Diele oder ein dicker Balken, den ich noch hatte. Hier vorne neben der Bank sind auch noch ein paar Pflanzen. Da habe ich auch noch mal römische Kamille, aber die wächst irgendwie deutlich höher. Die Thymian ist von den Schnecken ziemlich gerupft worden. Kartäusernelke. Und der sich kräuselnde Salbei, quirlblütiger Salbei und ein Steppensalbei. Ja, die Sanddornbeete, da habe ich schon länger. Auch den Steinhaufen dazwischen habe ich schon länger. Aber der Bereich drumherum, der ist jetzt eben neu gestaltet. Den roten Granit habe ich nur ganz dünn und offen über den Kies gelegt. Mit sich hier einfach so ein bisschen Blumenbeet und Laufweg ein bisschen abheben und die Kinder vielleicht nicht so oft auf Blumen trampeln. Hier vorne habe ich dann jetzt noch Skabiosenflockenblume eingesetzt. Ja, und mit diesem schönen Anblick mache ich jetzt auch mit dem Video Schluss. Ich hoffe, es ist ein bisschen angenehmer als die letzte Variante, die so gewackelt hat. Also, macht's gut. Ciao, ciao.